Yo, moin Leute, Genui und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, der Herr der Ringe Online mit dem lieben Gramwold und Rotan. Moin hier, moin Leute, Genui hier. ich übe noch. Da musst du aber noch ein bisschen lernen. Ja. Moin Leute, Gramwold hier und Rotan. Ja, genau. Der ich übe. Dich auf dem Feld stellt. Ich hätte dir wirklich glauben sollen. Du hast gesagt, ich soll es mir aufschreiben in großen Buchstaben, farbig. Hätte ich besser mal gemacht. Ja. Hätte Fahrradkette. Siehst du, jetzt hatte ich einen Hänger und jetzt haben alle Leute schon abgeschaltet. Keiner guckt sich die Sauerei hier mehr an. Und im Prinzip können wir jetzt allen Scheiß machen, weil das eh keiner guckt. So. Genau. Aus meinem Blickwinkel sieht das so aus, als würde Rotan schweben. Ja, Rotan schwebt auch. So ein Schwebebär. Ein Schwebebär. Ja. Hubschraubbär. Ja. Ihr fragt euch bestimmt schon, wo wir hier sind. Wir sind in Arthurs Lager. Von unserer Schwester haben wir einen Brief bekommen, dass hier ein böser Bär ja, guck mich nicht an. sein Unwesen treibt und den müssen wir erledigen. Und hier unter uns ist der uns unsere Klassenquests gibt. Genau. Lothar Sandheber. Und wir haben uns überlegt, wir springen jetzt beide simultan auf den Hobbit drauf und haben damit die Aufgabe gelöst. Pass auf, einmal, zack, bupp. Hobbit tot und wir haben gewonnen. Nein. Ja, auf jeden Fall, während ich jetzt die Aufgabe mache, das ist eine Instanz, wie der Gramwold mir sagte, wird er schön für mich, für meinen Drechsler, Holz suchen gehen, ne? Wie für dich Holz suchen? Wir haben abgesprochen, dass ich Holz suchen gehe und mein Beruf war das wie jetzt für dich. Ja, für mich als Drechsler. Du musst mich ja unterstützen, weil du ja der Förster bist. Als Drecksack, ja, das ist richtig. Ja. Für dich als Drecksack mache ich das. Geh du mal schön in deine Instanz. Ich guck mal, ob du das mit der Instanz überhaupt hinkriegst und dann hau ich an. Ja. So. Der Sprache der Tiere, ich hoffe, der Fehler fällt euch auf. Darüber haben wir uns gerade schon ziemlich ausgelassen. Also, der Sprache der Tiere, da kann ich echt, boah. Also, ich sehe da keinen Fehler. Wo siehst du da einen Fehler? Ja, ne? Die Sprache Tiere? Der Tiere. Tiere kleingeschrieben, oder was? Fast. Ja, ich lese mal vor, ne? Seid ihr hier, um uns zu helfen? Bitte sagt mir, dass ihr hier seid, um uns zu helfen. Nein. Nee. Ihr versichert Clothar, dass ihr alles tun werdet, was in eurer Macht steht und fragt ihn, was ihm solche Sorgen bereitet. Ein Bär, ein riesiges Monstrum. Na, ich gehöre dazu. Wir versuchen uns so gut es geht, vom Wald fernzuhalten. Aber manchmal haben wir keine andere Wahl. Wir müssen eben für Arthur dieses und jenes erledigen. Naja, und gestern Nachmittag stehe ich gerade unter den Bäumen und sehe plötzlich diesen gewaltigen Bären auf mich zustapfen. Er war riesig, sogar größer als ihr. Woher weiß der, wie groß ich als Bär bin? Keine Ahnung, vielleicht denkt er, du bist ein Berserker. Ja, weiter. Es war sogar größer als ihr. Mir ist allein beim Anblick das Herz in die Hose gerutscht. Wenn ihr glaubt, dass ihr etwas gegen dieses Ungeheuer, weil das muss es sein, in Bärengestalt unternehmen könnt, dann sagt mir Bescheid und ich zeige euch, wo ich die Bestie gesehen habe. Sprecht mit Clothar Sandheber. Er wird euch zeigen, wo er den Bären gesehen hat. Hast du gesehen? Der Typ was? Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber hast gesehen, der Typ ist selber auch ein Bär, ne? Sandheber. Aber gut, mach ruhig weiter. Ja, dafür bekommen wir eine Eigenschaftspunkt, den wir gut gebrauchen können. Und der Sprache der Tiere, neue Aufgabe. Und gut. Jetzt pass mal auf. 3, 2, 1, meins. Also gut, kommt mit. Komm, jetzt reisen. Nein, pass auf. Hör zu. Kommt mit mir. Ich zeige euch, wo ich diese Bestie von einem Bär gesehen habe. Aber wenn er wieder auftaucht, müsst ihr mich beschützen. Einverstanden? Oder sonst bleibe ich gleich hier. Vielen Dank auch. Dies ist eine Solo-Aufgabe, die nicht mit einer Gefährtengruppe durchgeführt werden kann. Oh mein Gott. Ja. Mhm. Deswegen löse ich die gleich mal auf, ne? Ach so, du musst dann die Gruppe auflösen? Ja, warte, ich mach mal jetzt Reisen. Ach, es geht auch so. Okay. Okay, ich kann hier draufklicken, ich kann jetzt Reisen drücken. Ich kann mit in deine Aufgabe. Guck. Was? Du sollst doch für die Knechten gehen. Was? Das ist ja jetzt wohl ein Scherz. Jetzt ey. Pass auf, jetzt schicke ich...
war nicht zu sehen, ja. Jetzt kann ich hier Rotan auf den drauf schicken. Guck mal, ein Bär. Guck mal hier, da war. Ja. Schubs. Das Nein. gibt's ja gar nicht, genau, ey. Genau, das ist eine Solo-Aufgabe und so. Hm, alles ja, klar, das Turbine. Steht da. Ja, ja. Ich gehe hier so. Mal ein bisschen Holz sammeln, ne? Ja, ich lese hier dir im Fallen weiter. Ja, mach nur. Ich weiß nicht recht, Gramwold und Ort war. Ich weiß, ich wollte euch zeigen, wo ich den riesigen Bär gesehen habe. Aber je näher wir kommen, desto weniger gefällt mir die ganze Sache. Es war ein Fehler. Folgt Lothar weiter in den alten Wald. Ja. Ich glaube, wir sind da. Der hat gerade gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Und jetzt sagt er, wir sind da. Stirb. Wir können außerdem hier was Neues ausrüsten. Das mache ich mal ganz kurz. Skill? Nein, ich höre jetzt auf mit dem Skillwitz. Der ist doof. Ich Ach. Geb's zu. Der Hast ist wirklich du was gehört? Doof. Nein. Hast du was gehört? Redet mit dem Neuankömmling. Oh Gott, ein Reh! Tiere. Oh, hab ich mich erschreckt. Es ist übrigens kein Reh, es ist ein Hirsch. Oh, du... Ach, guck mal! Jetzt, Instanz, die Sprache der Tiere. Jetzt ist es richtig. Das hatte ich mich schon an den Schreibfehler gewöhnt. Ja, ist wirklich so. Ihr redet beruhigend in der Sprache der Tiere auf den Hirsch ein. Worte, die euch Grimbeeren und anderen eures Volkes in eurer Jugend gelehrt haben. Die Panik des Hirsches vererbt nach und nach, obwohl er immer noch bei jedem Geräusch die Ohren spitzt. Das Verhalten der verängstigten Kreatur sagt euch, dass Klothars Sorgen berechtigt sind. Ganz in der Nähe muss sich ein Raubtier aufhalten. Sprecht mit Klothar im alten Wald. Fass, Rotan. Ja. Ihr habt mit diesem Hirsch gesprochen und er hat euch verstanden? Ja, natürlich, hallo. Ich hab euch gehört, etwa, genau wie dieser Hirsch. Ich meine nicht auf die Art, wie jemand mit den Kaninchen spricht, die einen Gartenheim suchen. Mit einer Stimme, die sie verscheuchen soll. Nein, ich meine, der Hirsch hat verstanden, was ihr zu ihm gesagt habt. Genau wie ich. Wie kommt es, dass ihr die Sprache der Tiere beherrscht? Verkloter weit in eine Welt. Alter! Alter? Ja, ich kann hier gar nichts machen, aber ich konnte das weiterdrücken. Ja, toll. Ich schäme mich voll. Ja, ich mach nichts mehr. Ich bin ein Mr. Ja. 20 Fingers. Was meinst du, warum ich dich mal 15 Minuten nicht sehen wollte jetzt hier, ey? Boah. Brich ab, wir machen neu. Ja, Instanz verlassen hier. Genau. Ich wette, ihr wärt nun gern ein... Was? Ein Hobbit, nicht wahr, Otto? Was? Ja, helfe ich dir jetzt nicht, ne? Ja. Memme. Und so. Das ist auch mein Aufgabe. Ach, guck mal, jetzt habe ich mich gerade verwandelt. Ihr erkennt doch das in den Augen der Kreatur, das euch hinhalten lässt. Okay. Euer Vorfahr Beorn hatte eine besondere Beziehung zu den Kreaturen, die in der Nähe seiner Hütte lebten. Und ein wenig dieses Erbe steckt auch in euch. Ihr versucht, diesen Teil eurer Natur zu beschwören, um die mächtige Bestie vor euch zu beruhigen. Was mag diese Kreatur so in den Wahnsinn getrieben haben? Es scheint, als ob eure Worte eine gewisse Wirkung zeigen würden. Aber dann schüttet das Tier seinen mächtigen Kopf und greift mit noch größerer Wut an. Kämpft mit dem großen Bären, aber tötet ihn nicht. Wie soll das denn gehen? Gottes Willen, ey. Marotan, deine Mutter. Ihr seid euch nun sicher, ihr seht Furcht in den Augen des Bären. Ja? Wird bereits verwendet, zu weit weg. Was? Ah, jetzt. Ihr versucht noch einmal den Bären über eure natürliche Verbundenheit zu erreichen. Ein leises Brummen bestärkt euch in eurer Vermutung. Etwas hat diesen Bären fürchterlich erschreckt und ihn zu diesem wütenden Angriff getrieben. Freund, sprecht ihr in beruhigendem Tonfall und der Bär sagt euch seinen Namen. Doch plötzlich überfällt den Körper des Tieres ein gewaltiges Zittern und es greift noch einmal an. Rittet Bram Blesner. Oh, oh, oh! Hilf mir! Kannst du nur? Tja, gute Frage. Oh, du hast das absichtlich gemacht. Du hast dem auf Tiersprache gesagt, hau dir mal die Fresse. Ja, ja. Die Furcht in Bram Blesners Auge ist verschwunden und an ihrer Stelle stehen nun Respekt und Bewunderung. Eure beruhigenden Worte und eure feste Entschlossenheit haben Bram Blesner wieder zur Besinnung gebracht. Er erzählt euch in der Sprache seiner Art von einem schrecklichen Geist, der die Ebene der uralten Hügelgräber heimsucht. Das Gesicht dieses entsetzlichen Königs entfachte Bram Blesners Urängste und hielt ihn mit eisernem Griff in seinen Wahnsinn gefangen. Mit einem dankbaren Schnauben wendet sich Bram Blesner ab
und tappst unter den Bäumen davon. Sprich mit Clota im alten Wald. Das ist witzig, ne? Der Name, der sieht so aus, als hätte der Programmierer, während er den gemacht hat, seinen Kaffee in die Tastatur laufen lassen und hätte dann den Namen genommen, der da draus entstanden ist. Bramblitzklall. Ist echt nicht normal. So. Ich wusste doch, dass etwas an euch anders ist, ob wahr. Es kann immerhin nicht jeder mit den Tieren sprechen, nicht wahr? Ihr seid ein Gestaltwandler. Ach was. Harry Potter kann das auch. Ja, klar. Nicht jedes Märchen bindet einen Bären auf, wie mein alter Vater zu sagen pflegte. Ich kann nicht glauben, dass ihr wirklich wahr seid. Einen Moment lang wird Clota, als wolle er gleich in Ohnmacht fallen, aber dann reißt er sich zusammen und streckt die Hand aus. Es wäre mir eine Ehre, euch die Hand zu schütteln, Otwa. Sagte ich schon, dass es nur wenige wie euch auf dieser Welt geben kann? Eine Schande ist das, denn ihr hättet den Bären töten können. Habt es aber nicht getan. Stattdessen habt ihr Zurückhaltung und Gnade gezeigt. Die Welt könnte mehr von eurer Sorte vertragen. Das ist zumindest meine bescheidene Hobbit-Meinung. So, abgeschlossen. Instanz, die Sprache der Tiere. Cool. Wir sollten den Wald nun lieber verlassen, Abwa. Ich hatte heute wirklich genug Abenteuer. Vielen Dank auch. Ja, gern geschehen. So. Und das hat mir jetzt den ganzen Part versaut, weil du mitgekommen bist. Ist schon klar. Ja. Hat's. Ich würde einfach sagen, wir schieben das auf das Montagsmeeting. Da kannst du mir dann nochmal alle deine Gefühle mitteilen. Gott, was bekommst du? Ja, wie gesagt. Ein Klasseneigenschaftspunkt. Ich habe schon Geschichten über Gestaltwandler gehört, aber noch nie einen getroffen. Ich glaube, ich habe sie mir bedrohlicher oder wilder vorgestellt. Aber ihr seid eigentlich ein recht netter Kerl. Ich fand nur, dass ihr ganz schön groß seid. Ihr habt euch wirklich für diesen Bären eingesetzt. Ich glaube nicht, dass die meisten Abenteurer genauso gehandelt hätten. Die hätten ihn eher getötet, statt zu reden, meine ich. Manchmal ist Reden eine Ecke schwieriger, aber ich würde sagen, dass es die Mühe wert ist, wenn man damit ein unschuldiges Leben retten kann. Wie dem auch sei, Gestaltwandler. Das war ein wahrer Augenöffner. Aber erst einmal genug Selbstfindung für einen Tag, finde ich. Ich könnte jetzt ein Stück Blaubeerkuchen und ein Nickerchen vertragen. Ja. So. Abgeschlossen, der Sprache der Tiere. Hervorragend. Tat verdienen. Schließt die Aufgabe die Sprache der Tiere ab. Ach, und hier im Buch der Taten steht's auch richtig. Mhm. Das ist ja echt ein Scherz, ey. So, jetzt vergebe ich noch ganz. Ach, wir haben 2 Punkte, sehe ich gar mal. Ja, du hast 2 Punkte, weil du nämlich schon Level 15 bist und eine Klassenquest gemacht hast und ich nix. Ja. Du ausführen. Krass, neue bisschen Fähigkeit. Bisschen mehr Mitleid und so? Nein? Nein. Dann rede ich hier mit dem Busch. Hallo Busch. So. Hallo, Krambold. Und traurig? Ja. Du auch? Ja. Jetzt hat er mich schon wieder alleine gelassen. Das ist. Mal ganz im Ernst, ey. So. Ich würde sagen, jetzt. Wir sind hier erstmal fertig. Hier kommen wir später noch hin. Fertig? Fertig, ja. Und ab nach Vesprey. Los geht's. Mhm. Was benötigt ihr? Geht nicht. Haha, hast du nicht entdeckt. Du bist doch vorhin vorbeigeritten. Jetzt ist er schon wieder schneller als ich, obwohl ich die 78% Fertigkeit gekauft habe. Oh, die Welt ist ungerecht. Frodo, mein Freund. Frodo. Warum hast du dich für Sam entschieden? Ich wollte doch mit dir gehen. Alter Sack. Mann. Guckt euch das an, ist das nicht, hä? 2500 Punkte ausgegeben und dann ist er immer noch schneller als ich. Das ist wirklich eine Leistung. Oh. Ah ja, richtig, du musstest ja mehr bezahlen als ich. Ich habe da damals 1750 Punkte oder so für bezahlt. Ja, genau. Streu noch Salz in die Wunde. Das kannst du gut. Hast du das letzte Mal auch schon gekonnt. Ja, ich weiß. Mhm. Mach nur, mach nur. Kein Thema. Geht schon. Soll ich auf dich warten? Ach was, nee, du, ich kenne den Weg. Ah, sicher? Na klar, hier über die Brücke und dann geradeaus. Okay, dann. Wobei, wir hätten auch schräg reiten können, aber. Ja, ist doch egal. Wir reiten ja immer schräg. So, jetzt kann ich nämlich auch. Was kann ich für euch tun? HBH. Ja, was soll's. Wie aber nicht nach Südbree. Ich bin so schlecht, ne? Hä, wir müssen doch gar nicht nach Südbree. Aber wenn ich nach Südbree wollte, dann könnte ich hier nicht draufklicken.
Ach, Cypre immer noch, auch noch nicht entdeckt? Den hast du mir ja verboten, du hast mir alles verboten. Ja, natürlich habe ich. Ich habe ihm alles verboten, natürlich. Ja, nach Schragen kann ich auch nicht. Nach Schragen kann ich auch nicht. Noch nicht. Ach stimmt, Schragen ist ja nicht Schlucht. Ich grüße euch. So. Hilfe! Wir können direkt durch das Stadler-Tor reiten. Und, ja, eine Viertelstunde ist jetzt rum. Hat ja gepasst mit deiner Zeitangabe. Ungefähr, ne? Ja. Ja. Und wir haben am Anfang noch ziemlich viel Scheiße gemacht. Gar nicht, wir haben keine Scheiße gemacht. Ja. Doch, sie sagten, am Anfang konnten sie direkt wegschalten, weil ich weiß aber nicht mehr warum. Ist das so? Weißt du? Ja, nur wegen dir. Ja, ist ja nicht. Ich nehme die volle Schuld auf mich. Gut. Kannst ja nachher noch ein paar Peitschenhiebe geben, das kannst du ja gut. Haben wir ja lange geübt. Ja, mit meiner Angel, die ich hier habe. Und deiner Schwester. Ach, sollte ich nicht erzählen, gell? Tut mir leid. Gut, du bist auch auf dem Weg, sehr gut. Zwei Häuptlinge. Also, wir machen jetzt erstmal außerhalb der Mückenwassermauer und dann können wir uns ja da langsam reinarbeiten. Schon wieder so. Bilder im Kopf, mal langsam reinarbeiten. Weil du denkst halt immer zweideutig. Ja, natürlich, immer. Klar. Was ich überhaupt nicht leiden kann, kann ich auch nochmal erzählen. Das ist diese Geschichte da bei den Hobbits, wo du von A nach B und von B nach C und wieder zurück zu A geschickt wirst. Das ist einfach total nervig, aber hilft ja nichts. Ja, das stimmt. Wir müssen es ja trotzdem machen. Sei denn, du sagst, wir machen das nicht. Inwiefern? Wir machen das nicht. Die Aufgabe. Ach, du meinst, die Kuchen abholen und so. Ach, geh weg, ja, die blöden Hobbit-Aufgaben. Ja, ich weiß, was du meinst. Wo reitest du hin? Ich will was schlachten, komm. Ja, dann lass erstmal, bevor wir was schlachten, mit Gummy Brooks gehen. Ja. Die hat, glaube ich, nämlich auch noch Aufgaben für uns. Und dann. Die Redaufgaben sind immer das Einfachste. Aber auch das Hin- und Hergelate, das nervt auch manchmal. So. Gummy Brooks, was willst du denn? Wie ist das Wert ja. zu befinden? Okay. Sorge um einen Freund. Sprecht mit Falco Grünhardt auf seinen Hof. Ja, dann wollen wir das doch genau. mal. Richtig, der hat irgendein Problem. Benimmt sich, glaube ich, komisch. Richtig, mit seinem Garten. Ich weiß noch irgendwas mit Schwarzbolz, dass sie den Angriff greifen oder überfallen, ich weiß es nicht mehr. Ja, Moment mal noch nicht. Kommt noch, ne? Ja. Seid gegrüßt. So. Jetzt wirst du schon wieder mit Gummy Brooks reden. Ja, er will erstmal natürlich nichts wissen, will keine Hilfe, wie so ein Hobbit halt, ne? Klar, stur. Bis er nachher aufs Maul kriegt und dann versteckt er sich und sagt, rettet mich. Ja, das stimmt. So sind sie. So. Die Augen von Stadel. Redet mit den Leuten in Stadel. Ja, ja, jetzt müssen wir die aussprechen, ausquetschen. Quetschen, ja. Gehört das auch noch zu Stadel? Hier hinten? Eigentlich nicht. Weil hier wird mir die angezeigt. Liliane. Na? Was benötigt ihr? Das ist. Sprecht mit Gummy Brooks auf ihrem Hof. Sie kann nicht helfen. Sie kann nicht helfen? Nö. Tja. Dann müssen wir nach Stadel zurück und dort nochmal gucken. Nee. Wir können direkt mit Gummy Brooks reden, oder? Ich euch einen Moment ja, ich erinnere mich, dass... Oh, wie schön. Ich erinnere mich, dass wir auch nach Stadion nochmal zurückgeschickt werden. Nachher, aber es kommt bestimmt noch. Ja, das kommt noch. So, Lilianas Geheimnis. Spricht mit Liliane Unterberg vor ihrem Haus. Ja, da waren wir ja gerade schon. Mein Gott, sowas meine ich. Das ist einfach mal hin und her geschicke. Auch. Das ist einfach sinnlos. Und wenn du es gerade erst gemacht hast, dann ist die Aufgabe auch vom Abenteuer und vom Entertainment her nicht mehr so prickelnd. Richtig. Soll mal Blumen pflücken, ja? Toll. Ja, rote Lilien. Mein Gott. So. Zuvor können wir aber noch mit Banwart Bolger reden und den Brief da abgeben, oder? Ist es da nicht? Doch, das ist da. Ja, wenn du das sagst.
Er ist ja geradeaus direkt hier bei dem Haus. Das passt dann auch. Den müssen wir auch, glaube ich, irgendwann mal verteidigen, weil der hat hier so was Grünes. Hallo. So, Nachricht für den Bannwart jetzt beenden. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Das gestohlene Pfeifenkraut. Besorgt das gestohlene Pfeifenkraut. Werden wir tun. Wo bekommen wir das? Das liegt hier hinten. Ach, wir können, Moment, wir können jetzt schon schlachten, ne? Wir brauchen ja noch tobende Borstenfälle, ne? Endlich. Dann, ich dachte schon, das wird gar nichts mehr. Kannst deinen ganzen Frust abbauen, den du die ganze Zeit vorhin aufgebaut hast. Und hier sind auch schon direkt die ersten roten Lilien. So, können wir direkt mal einsammeln. 3 Stück schon? So schnell? Ich brauche mal eigentlich mega lange, um diese Borstenfälle zu finden. Ja gut, wir sind ja zu zweit und es gilt für uns beide. Ja, stimmt schon. Also von daher geht das alles immer ein bisschen schneller. Auch aber Taten kommt... später gehen natürlich ja, zu zweit und zu dritt schneller. Klar. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich mit dir zusammenspiele. Weil die Taten schneller gehen. Genau. Und nur deshalb. Genau. Ja, und weil du dich sonst verlaufen würdest, ne? Ja, das ist ein netter Nebeneffekt, aber jetzt auch nicht so wichtig. Wenn du das sagst. So. Dann wären schon alle. Zack. Einfach nochmal hier durchrennen. Nochmal hier alles kurz und klein schlagen. Wann bekommt man eigentlich die Fähigkeit, womit man Wunden und sowas alles entfernt? Die weißt du das? Kann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Gibt's auch in jeder Skillung, also das ist nicht skillungsabhängig. Okay, weil das hat mich sonst gewundert. Weil dann hätte ich wahrscheinlich wirklich auf Gelb geskillt. Ja. Aber ich wollte mir Gelb sowieso bald nochmal angucken. Hier hinten ist noch eine Lilie. Ja, hier sind auch noch welche. Aber ich habe, glaube ich, alle, soweit ich das sehe. Nee, 2 fehlen mir. Hä? Weil hier hinten ist auch eine Festung, ne? Ich das so sehe. Da gibt's auch, glaube ich, was zum Anklicken hinten in der Festung. Da müssen wir nachher aber sowieso rein. Ja, ich meine, war das nicht die Statue? Mhm. Genau. So, ich brauche jetzt noch 2 Stück. Ah, da sind sie direkt. Sehr gut. Dann können wir jetzt auch schon in die Festung rein. So, die Lilien können wir zurückbringen. Gefährliche Keiler können wir auch schon. Genau. Gestohlene Familienerbstücke. Naja, die bekommen wir auch hier. Das passt ja dann. Ja, genau. So, aber feste Baranor. Gerade eben eine neue Fertigkeit bekommen. Die werde ich jetzt gerade mal ausprobieren. Ah, wie cool. Wie? Macht sie? Oder wie heißt sie? Ich kenne die aber jetzt. Einen Rahmen beschwören. Ach so. Oha. Freund des Raben oder so. Ach, hast du direkt auch gerade mal gemacht, wie ich sehe. Ja, ja. Das ist meiner. Sieht man doch. Nennst du ihn Gulasch? Nee, Hund wollte ich ihn eigentlich nennen. Ach, Hund, okay. Hat so eine Ähnlichkeit, ne? Ja, ja, Katze wird ja jedem auffallen direkt. Ja, klar. Dass das nicht stimmt. Aber Hund, oh Gott, ne, das ist eine gute Tarnung. So, altes Textfragment. Schwefelbrocken lasse ich, wenn du mir die Textfragmente lässt. Habe ich. Eigentlich. Ah ne, die habe ich gerade gedroppt bekommen. Ich guck gerade mal. Ne, die waren in der Kiste drin. Ja, aber einige habe ich gerade noch gedroppt bekommen. Ach so, verstehe. Deswegen. So. Das kenne ich bereits. So. Die Schwefelbrocken nach oben. Eine Axt. Schlechter, deutlich schlechter. Okay. Wer ist das? Ja, hier hinten müsste irgendwo die Statue sein. Naja, genau. Richtig. Die Dúnedain-Statue. Eine von den Dúnedain gefertigte schöne Statue in den uralten Ruinen überraschend gut erhalten. Ja, das stimmt. Ihr habt die Statue von Anarath entdeckt, dem ersten Anführer der Dúnedain.
Ja, du, ich nicht. Ja, du noch nicht, ja. Wer das du ist da wie immer, ne? Ja. Ich kümmere mich um die Typen hier. Was ist das? Schneiderkunst. Ja, kann man mal drum würfeln. Ja, so. Razzack. Das bleibt alles. So. Dann hätten wir alles. Können wir uns schon mal ausblenden und können dann jetzt hier auch schon mal aus der Feste rausreiten. Ich weiß gar nicht. Kommen wir nicht hier auch noch mal irgendwie wegen der epischen Quest hin? Ja, später. Hm? Richtig. Da war was. War auch wegen Amdir. Dass die Gegner hier so niedrig sind. Ja, aber wir sind auch schon ziemlich hoch. Wir haben ziemlich schnell gelevelt, muss ich sagen. Hm. Ich habe ja gesagt, mach den Stein rein, aber nein. Ottwar hat ja, gesagt, gut, nö, machen wir nicht. Mich stört es nicht, wenn die niedriger sind. Ne? So das ist es wird halt nicht. Langweilig und nicht mehr anspruchsvoll dann. Ja, ja, das klar. Das ist halt der Punkt. Aber wir benutzen ihn ja eigentlich dann nur, wenn wir die Taten machen. Aber wenn die dann schon so niedrig sind, dann brauchen wir den Stein ja eigentlich fast gar nicht. Für die Taten, wenn wir die machen. Und, jetzt hänge ich hier in der Laterne fest. Naja, ich hab's aufgenommen. Ja, wäre ich jetzt mal kein VIP-Spieler und Free-to-Play, dann würden die hier nicht mehr sein, ne? Dann könnte ich da so durchreiten. Genau, dann wären die Laternen weg. Richtig. Hättest du auch weniger Vegetation und so, ne? Wollte gerade sagen. Hobbit-Bauten wären auch noch Zelte. Ja. Das ist halt so. So, sprecht mit Gammelbuchs auf ihrem Hof. Ja, werden wir tun. Werden wir tun. Und konnte es natürlich nicht vorher sagen, mussten ja erst noch Lilien sammeln. Für die Liliane. Wie ist das Wertebefinden? Zwei Händler. Guten Tag. Bringt mir Geld. Tragen, ja. Bringt aber mehr Geld. So, die erste Gefährtengruppe. Aufgabe. Mhm. Falkos Garten. Sprecht mit Falko Grünhardt auf seinem Hof. Bevor wir aber mit dem reden, können wir noch die ganzen anderen Aufgaben abgeben. Dann haben wir wieder ein paar weniger Quests in der Aufgabenliste. Was ich sehr wünsche. Ich hasse es, so viele Quests zu haben. Und das dann alles in einem Ort. Deswegen sagte ich ja, ich arbeite das alles schön systematisch ab. Aber ja, da du ja jetzt dabei auch bist... mehr hin und her, ne? Also das ist... von der Logistik her ist es eigentlich besser, die Aufgaben alle anzunehmen und systematisch abzuarbeiten und gleichzeitig ja, wieder abzugeben. Nee, aber ja gut, jeder macht's anders, ne? Mhm, so ist es. Ja, so, schicken uns nochmal zurück in die Festung. Mit die Nachtwache? Nee, das ist nicht in der Festung. Was kann ich hören? Der Wilbur? Die Nachtwache? Wilbur Weidmann? Ja. Nee, das ist nicht in der Festung. Ah, okay, gut, dann haben wir es auf den Feldern. So, gefährliche Keiler, auch fertig. Ja, beides was für dich, ne? Kolben und Speer. Nee, Kolben kann ich nicht tragen. Einiger Streitkolben kann ich nicht tragen. Aber der bringt mehr Geld, deswegen nehme ich den. So. Die Nachtwache. Das ist ja auch, das ist nicht weit weg. Das ist ja auf den Feldern von ihm. Wenn ich mich nicht täusche. Früher konnte man das nur bei Nacht machen. Jetzt kann man das auch am Tag machen, was ein bisschen komisch ist. Schade, dass sie es geändert haben. Aber das was soll's. Würde den Part ja dann systematisch verlängern, wenn wir dann noch irgendwo sitzen würden und warten würden, bis Nacht ist. Ja, klar, aber es ist halt, wenn da die Nachtwache steht und jetzt machen wir Tagwache, dann ist es ein bisschen komisch, ne? Also ich glaube, ich habe die Aufgabe nicht angenommen. Aber egal. Ach, Falkos Garten machen wir nachher. Verstehe. Doch, hast du schon. Du hast die Aufgabe. Hab ich nur gerade gewundert, dass die da hinten hin zeigt, aber passt schon. Falkos Garten, da kommen wir gleich vorbei. Das ist ja nicht weit weg. Ach, das war das hier, okay. Genau. So. Wie viele Diebe brauchen wir? Drei Stück? Aufpassen, die gehen schon hier ein bisschen ab. Früher habe ich hier immer... Ja, aber nicht, wenn ich sie festmache. Ja, ja, klar. So. Komm, fixier dich mal auf mich hier. Dankeschön. Haha, der hat gedacht, der kennt sich mit Vögeln aus. Nein.
So. Gut. Dann hätten wir die Aufgabe auch schon fertig. Ja, dann können wir jetzt eigentlich kurz mit Falco noch reden, was auch immer der will. Müssen mit denen reden. Und dann müssen wir, glaube ich, mit Banwart reden. Da, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ob das dann schon war. Aber nachdem wir mit dem gesprochen haben, können wir auch erstmal einen Cut machen. Ja, müssen wir, glaube ich, sogar. Ja, aber 30 Minuten sind schon wieder rum. Mhm. Wir müssen das. Warum müssen wir das? Wir müssen es ja, nicht. Ja, 30 Minuten hatten wir ja gesagt. Sonst ja, ja, sich klar. Das gar keiner mehr an. So, sprich mit Banwart Bolger auf seinem Hof. Genau, das war das jetzt schon. Gut. Ja, dann machen wir im nächsten Part hier weiter. Und ja, wie immer. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und von mir ein Haut rein. Ciao, Leute. Euer Gendor. Ja, von mir auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Und das nächste Mal werden wir hier mal Falcos Garten aufräumen. Bis dahin, macht's gut.